gemeinsam Musik machen, können keine Feinde sein. Zumindest nicht so lange die Musik anhält. Wenn wir dieses Zitat von Paul Hindemith ernst nehmen, kann man gar nicht genug Musik machen. Und eine Institution, die genau dafür sorgt, dass wir in diesem Land so viel und so vielfältig wie möglich musizieren, die feiern wir heute Abend, nämlich den Deutschen Musikrat. Liebe Freundinnen und Freunde der Musik und des Deutschen Musikrats, darf ich sagen, Deutschland hat diese ganz einmalige Landschaft von über 100 Berufsorchestern, von 82 Opernhäusern mit entsprechend vielen Berufschören dort, abgesehen von denen, die auch im Bereich der Sender sind. Und wir müssen auch diese Landschaft, die inzwischen UNESCO-Kulturerbe ist, diese Landschaft unbedingt erhalten. Das ist ganz wesentlich auch eine Aufgabe der Kommunen, denen es nicht gut geht. Aber ich bitte alle anwesenden kommunalen Vertreterinnen und Vertreter, aber auch die Ländervertreterinnen und Vertreter, die Kommunen in die Lage zu versetzen, diesen wunderbaren, flächendeckenden Kulturschatz, den es so unter den großen Flächenstaaten nur in Deutschland gibt, zu erhalten. Jüdisches Leben schützen, Bekenntnisse allein reichen nicht. Der Deutsche Musikrat, und wir werden auch unsere Mitglieder ausdrücklich darum bitten und ersuchen, dass jeder Einzelne an jeder Stelle, wo Juden gefährdet sind und Jüdinnen, wo sie in irgendeiner Form unterdrückt, diskriminiert werden, sofort persönlich dagegen aufsteht und dem entgegensteht. Es geht nur so, wenn die Gesellschaft das insgesamt tut. Das ist nicht zu machen nur mit polizeilichen und anderen Kräften. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Professor Krüger, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre bewegenden Worte. 60 Jahre Jugend musiziert, das ist eben auch, wie es schon mehrfach anklang, untrennbar mit dem Deutschen Musikrat verbunden. Der Deutsche Musikrat steht für rund 100 Mitgliedsorganisationen. Er vertritt die Interessen von mehr als 15 Millionen Mitgliedern, von Verbänden bis hin zu Einzelpersonen. Und er ist weltweit der größte nationale Dachverband der Musikkultur. Seit 70 Jahren trägt er mit seinen Ideen und seiner Tatkraft zu dem Musikleben in Deutschland bei. In diesem Bereich ist er einer von unseren wichtigsten zivilgesellschaftlichen Partnern. Und das haben wir gerade auch in den letzten Jahren erlebt. Denn während der Corona-Pandemie hat er mit mehreren Neustart-Kulturprogrammen dafür gesorgt, dass die Kultur eben nicht zum Erliegen kommt in Deutschland. Ah!
Vergiss mich nicht in fremden Städten, auch dann, wenn du nie wiederkehrst. Vergiss nicht alles, was wir waren. Vergiss nicht, wie du mich berührst. Das Stolze, das Warme, ich die Stille, die See. Wir waren in allen Himmeln, deshalb tut es noch weh. Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens. Selbst große Handlungen zu verrichten, war mein Wunsch. Aber bedenket nur, dass seit 6 Jahren ein heilloser Zustand mich befallen. Von Jahr zu Jahr in der Hoffnung, gebessert zu werden, betrogen. Mit einem lebhaften Temperamente geboren, musste ich mich früh absondern, einsam mein Leben zubringen.